Und wieder zurück im Katzenspiel mit dieser Szene. Die wollte ich mir ja unbedingt aufbewahren. Get a Rooney. Oh, ich weiß nicht, warum das ein Ding ist, aber es geht einfach. Ich kann nicht Nein dazu sagen. So. Ah, perfekter Start. Was haben wir hier? Ah, die Welt. And the outside. Warte, ich erinnere mich, die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das dort, von dem du kommst? Naja, nicht ganz, nicht ganz. Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wen? Die Postkarte, das Mauerbild, wurde nachher gemalt. Lasst uns mitnehmen. Neuer Gegenstand errungen. Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Ja, wir haben noch eine fette Stadt zu erobern. Und ich meine erobern. Nichts anderes. Da war nichts. Oh, wir müssen sprinten. Und uns drehen. Daneben. Lalalala. Jukes and Dives. Ah, Mann, ich komme wieder verschnupft. Komm schon. Könnte doch besser. Wo muss ich nochmal hin? Mistkugel und drauf dann. Ja. Ja. Oh, jetzt sind wir in der Stadt. Hallo. Don't move. Don't run. Ja, rennt weg. Wer ist da noch? Ich bin mal Angst für diesen Raubtier. Hier humpelt die Dame. Your soul. Deine Seele hole ich mir. Das können wir nicht übersetzen. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zürr. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Werden wir sehen, ob wir das machen. Aber solche Roboter haben einfach viel zu wenig Proteine. Dass es sich das auszahlt, sie zu essen. Wenn die ein bisschen proteinreicher werden, vielleicht dann. Okay. Das ist SideQuest City. So circa. Das heißt, dass hier zum Beispiel die Musiker-Sidequest ist, die ziemlich lange dauert, weil er dir jedes Stück vorspielt. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Ah ja, muss die Karte zeigen. Ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltbären. Aber die sind jetzt alle weg, außer Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude, neben dem orangefarbenen Neon Shield.
Krass, dass meine Stimme manchmal in Dialekten abbricht. Dorthin. Keine Sorge, ich kenne den Weg schon. Nein, ich brauche deine Hilfe eigentlich nicht. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen, ich bin hier, um zu helfen. Okay, ja. Das Einzige, was wir brauchen, sind Energy Drinks. Oh. So, bin jetzt schon zu Energy Drinks. Boah. Addicted to Energy Drinks bin ich. Ja, damit. Gut. Was haben wir hier? Nein, da war es nicht. 1, 2, 4, 7. 1, 2, 7, 3, oder? 1, 2, 7, 4. 1, 2, 8, 3. Hey! Irgendwas in die Richtung habe ich gewusst, dass es noch gibt. Was habe ich gerade bekommen? Was habe ich gerade bekommen, kleiner Roboter? Okay, was war meine Inventory-Taste? Verdammt, ja. Ich kann eine Inventory-Taste. Ah ja, hier ist sie. Notenblatt haben wir bekommen. Ah, okay. Dann kriegst du halt eins. So. You're welcome. Gegenstand anzeigen. Hier, Gratulation. Viel Spaß. Diesmal behalte ich mir die Energy Drinks für das Überraschungsding, das ist nur ein Wegweiser, da können wir rein, kratz, danke, Notenblatt, verdammt, ich finde es sehr einfach zufällig. Wir wurden dazu programmiert, Sklaven zu sein, haben aber seit Tagen eine Seele. Hoffentlich finden die Außenwelt eines Tages den Ausgang aus dieser Hölle, Momo. Und du so? Du bist wegen Elliot hier, er ist gleich da drüben. Er spielt kein Instrument. Puh. Du hast doch genug Zeit, eins zu lernen, oder? Wie das Klavier hier. Aber er lügt. Warum sollte ein Klavier hier stehen, wenn er kein Instrument spielt? Ja. Oh. Hat der Elliot schon was für mich oder muss ich da erst später hin? Ich glaube, da muss ich erst später hin. Elliot. Ja, kann ich dir helfen? Nein. Sorry, Bro. Pflanzen. Die gibt es auch. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es gewollt. Ja, und sonst hätte die keine Katzen hier. Und die werden dann auch verreckt. Und runtergekratzt, wie auch immer das funktioniert. Ich glaube, das Mensch bin ich zu dumm, um das zu öffnen. Wer bist du denn? Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein, oder? Die Zeit ist schon seltsam. Okay, mit dir rede ich nicht mehr. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen, für immer. Oh boy. Ich glaube, der Ventilator wischt mich schon zu sehr im Hintergrund. Von da bin ich gekommen. Deswegen fühle ich mich leicht verschnupft auf einmal.
Das ist nicht Seamus sein Haus. Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagt, dass er nicht den Zug, dass er nicht, dass es nicht die Zirks waren. Was? Oma. Omas Kleidung. Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich meinen Namen Charles gestrickt. Da hat man immer gut zu tun. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir einen Poncho stricken. Du inspirierst mich, aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Verdammt, ich muss den Ventilator hinter mir ausschalten. Der killt mich gerade. Ah, die Katze legt dich hin, wenn gerade nichts los ist. Wer bist du? Oh, nur jemand, den ich zu Tode schrecken kann. Möp, möp. War da nicht noch ein Automat, den ich benutzen kann? Du siehst ein bisschen aus wie ein Zirk, zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lassen dich nicht täuschen. Diese Dinge knabbern sich durch Metall, sie sind furchterregend. Ist Musik hier drinnen? Ein bisschen. Hey yo. Bist du neu hier? Was kann ich für dich tun? Nichts für dich, sorry Bro. Seamus schlaft. Gehen wir rauf. Da ist noch was zum Lesen. Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie irgendwie weiterentwickelt, indem sie Menschen nachahmen. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegen ihre Lebensweise sein. Jetzt sehe ich erst, was das ist. Das sind Festplattenspeicher in heißem Wasser oder so. Festplattenspeicher-Tees. Nennt man sie auch. Ja, komm schon. Ins Loch damit. Loch damit. Nein. Geht nicht. Jetzt aber. Hey, good job, Cat. Gute Arbeit. Und du so? Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Okay, schön für dich. Komm ich hier nicht raus? Komm ich. Die sind uninteressant. Für den Typen unten habe ich noch nichts. Gehen wir rauf. Holen wir uns den High Ground. Da ist Elliot drinnen, glaube ich. Okay. Hey, Bro. Diese Lichtkreise sind schon schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Da ist eine Kuppel. Under the Dome. Wie bei Under the Dome. Oh, Energy Drink. Prost. Und Fernseher gibt es natürlich auch. Ja, aber ich habe schon geschaut, es läuft nichts Schades. Leider nein. Gehen wir hier mal rein, ich weiß, hier ist was.
Wo war es denn? Lass mal hier. Übersetzen. Ach, hey Doc, ich habe den Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Es reicht nicht, dein Safe hinter einen Haufen Bücher zu verbergen. Chesty blub. Nein. Fatigue. Viel zu viel Fatigue schon. Haben wir alles runtergehauen, sodass wir den Safe benutzen können? Tresor benutzen. Ah ja, das ist der richtige Schlüssel. Und da haben wir schon ein Notizbuch. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemandem namens Dork zu gehören. Nach wochenlangen Forschungsarbeiten habe ich einen Spektrometer mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollen wir in der Lage sein, die Zirks auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten diesen zum Monum bringen. Ja. Und hier ist jemand tot. Das muss die Bibliothekarin sein. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Oh je. Lesen hat sie getötet. Aber das ist doch ein Klaviermusikerblatt. Das kann doch kein Gitarrist spielen. Sind doch wahrscheinlich nicht mal Tabs oben. Okay, weiter. Ich gehe jetzt erst alle anderen Sachen holen. Und dann rüber zu Momo. Was auch immer sein Name ist. Ah, wie schon gesagt, ich kenne mich aus hier. Selbst wenn ich gerade verschnupft werde anscheinend. Was schon mal ganz schlecht ist. So viel Ventilator im Hintergrund angehabt. Hier. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemandem namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach dem Plan. Wir haben es geschafft, die oberen Ebenen zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen. Seine Augen, ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen. Okay, ja, ich weiß. Notizblatt. Ich wollte die gar nicht finden. Und jetzt finde ich sie nebenbei einfach. Ich wollte doch nur Energy Drinks haben. Nein. Okay. Warum nicht? Dann halt doch rauf hier. Und schon Katze. Ah, der Teil. Upsie. Ja. Was habt ihr getan, Kinder? Die arme Dame da unten. Muss nach euch hinterher butzen. Jetzt haben wir hier weiße Farbe, verdammt. Da würde gut ein bisschen Blau dazu passen.
Oder rot. Oder so ziemlich alles halt. Okay. Da ist der Miet. Das brauche ich nicht mehr. Glaube ich. Stromversorgung, Belüftung. Okay. Hier rauf. Okay, ne, das bringt mir nichts. Einfach rein wieder. Irgendwo war da eine Box. Eine Box zum Umstoßen. In einer dieser Boxen ist dann drin, was wir brauchen. Hier. Ein seltsames Notizbuch. Das hier scheint jemand namens Bubbubbub zu gehören. Alle Spuren organisches Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zirks nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt, und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Oh, noch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Bitte nützlich. Mono, mono, mono. Ja. Ein bisschen Wasser trinken, während ich in der Box drin bin. Oh, was passiert gerade? Okay. Stopp. Bitte aufhören. Ich bin in der Box gefangen. Nein. Nein. Okay. Okay. Ah. Let me out. Müssen wir rauf. Ab zum Mono. Oh Momo. Oh Mona. Irgendwas in die Richtung halt. Und rein da. Da ist er. Der gute alte Mono. Da. Verdammt. Hilft er gar nicht mehr. Oh. Ja, Alter. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz alleine. Hey du, was willst du? Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dort hingehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz alleine. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser Empfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine, wenn du wirklich nach da draußen willst. Wenn du wirklich nach da draußen bist. Ist das richtig, okay? Du bist auf dich alleine gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Nein, nein, bist du nicht. Moa, vermisst meine Freunde. Das Manifest der Außenwelt. Das Manifest der Außenwelt. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns vor den Zirks fernhalten. Ja, es ist unterschrieben mit dem Namen von den Typen halt. Es sieht so aus, als ob Monos Namen später hinzugefügt wurde. Wir sollten ihm die anderen Notizbücher zeigen, die wir gefunden haben. Die kleine Katze sucht immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern. Ich habe schon alle gefunden, Alter. Oh, es gehört Doc. Er war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Ein Notizblatt. Oh, sorry, falsch. Da. Oder ist das
Oh, du hast die Notizen von Clementine gefunden. Sie war wirklich mutig. Weißt du, die furchtloseste Person, die ich je getroffen habe. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden. Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren können sollten. Es tut mir leid, dass ich an unsere Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lasst uns diesen Schrotthaufen von meinem Sendeempfänger reparieren. Von einem Sender. Repair it. Komm schon, Alter. Voila, es funktioniert. Komm mit mir. Außenwäldler. Okay. Da war noch was. Ja. Das Videospiel Back Home 2. Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Es wurde kurz nach meiner Schaffung herausgebracht. Glaube ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht, er fehlt mir. Warum kann ich mich an diesen Namen erinnern? Nicht an seinen Namen erinnern. Und daneben haben wir ein Steak. Und den Frosch. Problem. Ah. Und da ist ja die Crew. Die ganze Crew beieinander. War da noch was drinnen? Ja, Notenblatt. Natürlich, was sonst? Ich finde sie halt alle. Siehst du das Gebäude da hoch über den anderen? Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf den Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten auch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zirks zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenwäldler. Bring uns in den Himmel. In den Himmel. Danke, Mona. Ja. Ich weiß. Ja. In der nächsten Folge, oder? Ich glaube, ich bin jetzt schon 30 Minuten wieder drin. Ah, nein, gar nicht. Aber ein bisschen Seil rutschen können wir noch. Und fast runtergeflogen. Rauf hier. Und dann die Dächer. Kann ich noch ein bisschen kratzen hier. Okay. Ja. Ich beende es hier. Bevor wir auf die Dächer hüpfen. Peace out in the meantime.